damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet am Freitag. So. Eigentlich wollte ich aber kaufen, ne? Den ganzen unnützen Krempel verkaufen. So, der kann verkauft werden. Verkauft werden, verkauft werden. Verkauft werden, verkauft werden, verkauft werden, verkauft werden, verkauft werden, verkauft werden, so. Verkauft werden, verkauft werden. So, haben wir denn eine Ausrüstung? Verkauft werden. Sind besser als meine. Verkauft werden, verkauft werden. Verkauft werden, verkauft werden. Gelehrten Tuchausrüstung. Verkaufe ich mal nicht. Ey, auch stärker als mein Skin. Eine der Waffen spiele ich eh nicht momentan, deswegen verkaufe ich die mal. Die verkaufe ich auch mal, Gogo. So. Vorräte. Schweinebauch verkaufe ich jetzt mal hier, das ist so ein Zeug, was ich eh nie benutze. So, sortieren wir mal. Was ist das denn? Folterinstrumente. Okay. See you around. Extrahieren, Moment. Extrahieren. Da. Lauter komisches Zeug. Problem ist halt, dass ich überhaupt noch keine Ahnung mehr habe, wie das alles ging hier komplett. Ich bin total überfragt bei den meisten Items. Ich kann alles extrahieren, das habe ich früher alles gewusst, als ich hier angefangen hatte. Wo ich nie rausgefunden habe, was ich mit dem blauen Items machen kann, weil ich so weit nie gekommen bin. Extrahieren? Nö. Extrahieren? Nö. So, dann müssen wir immer noch mal die Dragon hier, die Dragons mal ein bisschen. Die haben wir beim letzten Mal auch nicht gemacht. Drachen des Lager. So. Na, alles will ich haben. Und dann lassen wir die mal wieder sammeln. Ich lasse die einfach mal Erze sammeln. Eisenerz hinzufügen. Dann der da. Quatsch. Der da. Eisenerz 5 Stunden hinzufügen und dann der da Eisenerz 5 Stunden hinzufügen. So, aber es wird so genommen, die sammeln jetzt so schön. Dann müssen wir jetzt noch mal ganz kurz alles extrahieren, was wir jetzt neu bekommen haben.
Lolala. Lolala. Seltenes Item, okay. Da haben wir einen Drachenspitzbeutel gefunden, keine Ahnung, wo der herkam. Schauen wir mal, was craften können jetzt finden. Wir haben auch viele neues Zeug gefunden. Boah, ist das eine Nacht in der Axt? Erfordert Level 6. Übungslangschwert. Ah ne, das Level steht ja hier drüben. Zwietracht Großschwert. Ich mach's mal. Hat er mir das irgendwie Erfahrung gebracht? Das bringt mir schon mal nichts an Erfahrung. Da kaufen wir gerne mal die beiden Items. Nachtzimmel Großschwert und Zwietracht Großschwert verkaufen wir gleich. Was haben wir denn hier? Salzholzleiste können wir machen. Bringt uns sogar ein Level, Kohlelichtmauerlampe. Bringt uns auch noch Level, das machen wir dann mal. Leute, wie kann ich davon machen? 4 Stück noch? Machen wir mal alle, komm. So. I have the best deals this side of Arotia. Können wir den ganzen Spaß, den wir gerade gemacht haben, auch verkaufen? Bringt das 18 Gold, naja, naja. Schon besseres gesehen. Marktplatz-Rucksack. Bin mir noch gar nicht so sicher, das Marktplatz-Rucksack habe ich mir noch gar nicht auseinandergefasst damit. Diese ganzen komischen Verzauberungsdinger bekomme ich jetzt auch mal alle hier. Die brauche ich eh nicht. Die sammle ich sinnlos und benutze nie. Wenn ich jetzt verkauft haben sollte, obwohl ich sie brauche, dann schlagt mich dafür bitte. You're forgetting anything. Wow. Ohrringe in der Ewigkeit. Bringt auf jeden Fall Level, daher mache ich es einfach mal. Verkaufen wir gleich. No further. I have what you need. Die sind sogar besser als unsere, oder? Naja, nee, doch nicht. Look forward to seeing you again. Doch nicht wirklich, na egal. Das glaube ich dir irgendwie nicht. La 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 la. Ich bin halt echt überlegt, was ich mit diesen ganzen Items anstellen soll. Hier zum Beispiel. Eine Art silberne Essenz, die aus einer Drachen... Das ist natürlich cool.
Das Zeug hingegen ist dann eher nicht so cool. Genauso wie der ganze Crap hier. Ich hab das alles, aber ich weiß gar nicht, wozu ich da sitzen soll. Ich hab ja noch Heiltränke. Hier hab ich noch unextrahiertes Zeug. Dass man einfach nur alles irgendwie reinpackt und sich dann denkt, jo, wird schon. Irgendwas unextrahiertes? Ich hab schon noch drei das zwei Stück, was auch immer die bringen. So, dann extrahieren wir mal. Warte nochmal, dass wir extrahieren können, oder? Look no further. I have what you need. So, können wir den ganzen Spaß hier reintun? Dann biegt das da mal noch rein, das hier noch rein. Der Orangensalat kann da mit rein. Ja, der dazu Elite-Edelstein kann damit rein. Wir sind gerade ein bisschen am rumprobieren. Es tut mir leid, aber auch das muss mal sein in so einem Spiel. So. Der kann dann auch mal weg. Ich sehe gar nicht, was hat eine Neckigkeit macht. Die wollte ich ja beide behalten. Der Spaß kann auch weg. Ja, die ist halt wesentlich krasser als unsere. Aber wisst ihr was? Ich hau das jetzt hier weg. Ich hau das jetzt weg, komm. Egal. Sattel. Scheiße auf den Sattel. So. Klack, 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 klack. So. Geht auch das weg. Ah, das ist Level 31, deswegen... Ach, wieso will ich da überhaupt wegschmeißen? Da rennen wir halt jetzt so rum. So, Moment. Das Ding fliegt aber runter. Naja, egal. So, dann wollen wir die Quests weiter erledigen hier, damit wir mal ein bisschen vorankommen in dem Game. Noch mal so ein Speeddrachen hier raus. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen was erreichen. Finde ich cool. Ich habe nochmal gemacht, dass man sich bewegen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal.
Wie ich bereits sagte, wir stecken fest und unserem fehlen die Männer. Ich frage mich, warum ich das immer falsch, warum ich immer andere Wörter sagen, als die da stehen. Wie ich bereits sagte, wir stecken fest und uns fehlen die Männer. Deshalb haben wir für Unterstützung Boten zur Mulungu fest. Alter, ich raste gleich aus. Dritter und letzter Versuch. Wie ich bereits sagte, wir stecken fest und uns fehlen die Männer. Deshalb haben wir für unsere Stützung Boten zur Mulungu-Festung entsandt. Wir haben jedoch keine Antwort erhalten. Ich weiß nicht, was die Banditen wollen, aber diese Dokumente dürfen nicht in die Hände des Feindes fallen. Es wäre gut, wenn ihr sie von diesen Banditensperren zurückholen könnt. Na klar. Nee, dann wird mal funktioniert. Bin ich ganz froh darüber. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen killen hier. Um unserem Level gerecht zu werden. Und die Kugel langsam aufzufüllen. Denn die Kugel muss auch 50.000 XP dann voll werden langsamer. Voll verkackt. Hä? Ich habe mir nur die Fähigkeitspunkte alles drauf. Idiot, ich mach die ganze Zeit den anderen Schlag. Oh, ich bin behindert. Bin so behindert. Was, Moment. Ey, jetzt massig Inventarplatz wieder. Zum Glück wurde auch mal Zeit, wir mussten echt mal ausrüsten. Aber ich will gar nicht wissen, was wir alles für E-Tems haben und was die alles machen insgesamt. Ich kenne mich ja echt nicht mit dem Spiel aus, weil privat spiele ich nicht mehr. Das heißt, ich kann mich privat noch nicht weiterbilden irgendwie in dem Spiel. Ich habe schon gar nicht die Zeit dazu momentan. Ah ja, und dass wir diese Viertelstunde Folgen ankündigen, das war jetzt irgendwie... Jetzt habe ich eine Folge lang gemacht, jetzt habe ich es verpatzt, glaube ich, gerade wieder. Und, Aber ich glaube, ich mach's gleich, ich mach's trotzdem. Ich glaube, ich hab noch keine Viertelstunde drin. Ich spiele noch 5 Minuten weiter, dann bin ich mir sicher. Wenn man es halt verpatzt, ne? Guck mal, ich kann auch ruhig 5 Minuten länger machen, die Folge war eh nur so eine Sammelfolge und Aussortierfolge und naja. Aber muss halt mal sein bei solchen Games, wo man wenig Platz im Inventar hat. Das hat viel LP gebracht, glaube ich. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Mitkommen, Ladies. Was ist? Das hat mich echt umgekloppt, ich glaub's nicht. Durchsuchung. Feins der Fetzen. Ich hoffe, das coole ist ja, dass man, wenn man diese Viecher hier killt, dass man dann ja diese Schriftrolle kriegt, mit dem man neue Dinge erforschen kann und so. Ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht doch mal, ich weiß nicht, wie das im Spiel ist, dass sich die Forschung dann lohnt, dass man doch mal besser was Kaffee kriegt oder so. Bin ich halt nicht so konstruiert. Alter. Na. So. Mitkommen, Jungs. Eigentlich haben wir bald Level 27 erreicht, womit wir wieder ein neues Paket öffnen können. Das ist auch nicht schlecht. Ja, mit diesem Stoß alle sterben, ist auch nicht schlecht. Machst du mit Sachen? Macht er mir keinen Schaden oder was ist mit dem? Warum habe ich den Banditen möchte die ganze Zeit in diese?
Das sollte jetzt gerade mein epischer Endpunkt werden. Okay. Lalalala. So. So, mitkommen. Ich hab gerade nicht attackiert, deswegen regeneriert sich mein Leben gerade. Ah, ist echt, wenn man einmal liegt, dann war's das was. So. Die XP-Kugel ist selbst zu voll. Max, ich glaube, was ist so? Stirb doch bitte. Epischer Move. Warte, epischer Move. Na gut. Die Quest sollen wir erfüllt haben, oder? Wir werden jetzt sicher, ob wir die Quest jetzt erfüllt haben. Ich muss auch noch irgendeine Medizin haben, so wie es aussieht. Ich will die Banditenbauer bestimmt ist. Ja, Alter, komm. Oh, wir auf die Endstoppen dann. Müsste irgendjemand Medizin haben? Medizinprojektor auf V legen mal. Was ist denn das denn bitte für einer? Ich hab mal die Ignore. Ich weiß nicht genau, was das jetzt gemacht hat. Okay. Lalalala. Ja, Moment, ich brauche noch zwei. Noch einen. Na gut. Jetzt kann man nichts mehr gibt, dann. Kann ich ja gedroht nach Hause gehen. Hallo, was ist dein Problem? Was ist dein Problem, hä? Was ist denn? Was ist, Alter, von der Barone doch noch oder was? Nö, nö, Freunde, nö, nö, nicht mit mir. Hoho, es geht bei dir ab.
Gut, du brauchst. Nein, 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 nein. Ah, schade, schade. Na gut. Ich würde sagen, die Folge endet erstmal hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und gucken wir dann, was wir dann von der Mission alles erfüllt haben. Und bis nachher. Also für mich nachher. Bis morgen. Tschüss.